Der Telegraph erhebt schwere Vorwürfe gegen Christian Horner. Der Red Bull-Teamchef sieht sich mit Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer weiblichen Mitarbeiterin konfrontiert. Die niederländische Zeitung The Telegraph behauptet, Horner habe versucht, die Angelegenheit zu vertuschen und der Mitarbeiterin 650.000 Pfund, also ca. 760.000 Euro als Schweigegeld angeboten. Die Zeitung behauptet, Horner habe der Mitarbeiterin regelmäßig unangemessene Nachrichten geschickt. Die Mitarbeiterin habe diese Nachrichten offenbar dokumentiert. Die Vorwürfe wurden Ende 2023 der Compliance-Abteilung von Red Bull gemeldet und ein unabhängiger Rechts sein Wald wurde mit der Untersuchung beauftragt. Horner wurde angeboten freiwillig zurückzutreten, was er jedoch ablehnte. Der Telegraph wurde auf den Inhalt der Akte aufmerksam und veröffentlichte die Geschichte unter Androhung möglicher rechtlicher Konsequenzen für den Fall, dass die Anschuldigungen falsch sind. Horner bestritt die Anschuldigungen und kooperierte bei der Untersuchung. Er behauptete, es gebe keine Differenzen zwischen ihm und der Familie Verstappen, obwohl Quellen von einem angespannten Verhältnis zwischen Horner und Jos Verstappen sprechen. Laut The Times will Red Bull die Horner-Affäre bald beenden und Medienberichten zufolge könnte die Angelegenheit Anfang nächsten der Woche beigelegt werden.